Herzlich willkommen zu unserem fast letzten Teil dieses Abends, nämlich zu dem Fishbowl. Und ich freue mich hier über meine Gäste aus dem Arbeitsgremium. Eine fehlt mir noch. Martina Hähnel, herzlich willkommen. Suchen Sie sich einen Platz. Kerstin Doja, auch von den Bewohnerinnen. Katrin Lomscher, Senatorin, Verwaltungsseite und Politik. Susanna Kahlefeld aus dem Bereich Politik. Matthew Griffin, Bewohner. Heute sitzen hier die Redakteure und Redakteurinnen, die die Leitlinien aufschreiben. Sie haben die Chance, Fragen an diese Redakteurinnen zu stellen oder auch Anmerkungen mitzugeben. Sie haben die Möglichkeit, das Anliegen, was Sie eventuell gerade diskutiert haben, nochmal mit in den Bowl zu bringen. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird dieser Teil der Diskussion auch mitgeschnitten, damit es dort die Möglichkeit gibt, die Ergebnisse auch besser zusammenzustellen. Wie funktioniert ein Fishbowl? Ein Fishbowl, ein Fischglas. Sie müssen sich vorstellen, wir sitzen hier in diesen wunderbaren Gläsern und schwimmen ein bisschen vor uns hin, natürlich nur gedanklich. Sie von außen sehen uns, nehmen etwas wahr. Wir von innen sehen Sie, nehmen auch etwas wahr. Damit wir immer wieder einen Abgleich haben, sind hier vier freie Plätze, zu denen ich Sie ganz herzlich einlade, einfach aufzustehen, einen dieser Plätze zu nutzen, sich hinzusetzen. Gerne fordere ich Sie dann auf, Sie stellen Ihre Frage, ich sammle ein paar Fragen und die Mitdiskutantinnen werden Sie dann beantworten oder Ihnen eine Rückmeldung dazu geben. Vielleicht sind es auch Kommentare, die Sie loswerden wollen. Das werden wir sehen. Es wäre ganz schön, wenn wir von den Folien nochmal die Arbeitskreise hätten. Ich glaube nicht, dass es uns gelingt, in einer Dreiviertelstunde diese Vielfalt der Arbeitskreise nochmal zu repräsentieren. Das ist auch nicht unbedingt das Wesen des Fishbowls. Insofern denke ich, werde ich einfach ein paar Themenblöcke rausnehmen. Wenn Sie den Eindruck haben, Ihr Anliegen passt dazu, kommen Sie gerne. Wenn Sie merken, es ist so dringend und es passt sowieso nicht rein, kommen Sie trotzdem. Wir machen es dann passend. Es soll der Raum sein für jede Diskussion, ein bisschen geleitet, einfacher, als wenn wir hin und her hüpfen, aber ich denke, es wird funktionieren. Ja, ich würde gerne mit dem ersten Punkt auch starten, verschiedene Menschen erreichen. Das ist etwas, was uns insgesamt doch sehr beschäftigt. Wie gelingt es uns, vielfältige, ganz unterschiedliche Menschen zu gewinnen, an Beteiligungsverfahren teilzunehmen und auch ihre Meinung zu äußern? Sie dürfen jetzt schon aufstehen, wenn Sie zu diesem Themenfeld ein Anliegen haben, sich hierher setzen. Ansonsten hören Sie nur den Fischen zu, die immer den Mund auf und zu machen und Sie werden kein eigener Fisch. Aber solange Sie sich entscheiden und überlegen, trauen Sie sich zu kommen, möchte ich gerne diese Frage einmal an Frau Hähnel stellen. Frau Hähnel, Sie sind ja Bewohnerin und was hat Sie eigentlich motiviert und vor allen Dingen, wie hat dieses doch etwas sperrige Verfahren Leitlinien Bürgerbeteiligung Berlin Sie erreicht und Lust gemacht mitzumachen? Ja, dazu kann ich jetzt eine Menge erzählen, aber das würde den Rahmen sprengen, weil ich schon seit 5 Jahren ganz aktiv in einer Selbsthilfegruppe Wohntisch Zehlendorf tätig, seit über 5 Jahren und möchte das Mehrgenerationswohnen bekannter machen und erhoffe mir von der Politik und von der Verwaltung eine Zusammenarbeit und eventuell natürlich dann, dass die Leitlinien irgendwie Ansatzpunkte, Lösungswege finden, dass das Mehrgenerationswohnen für Jung und Alt attraktiver gestaltet wird und wir vielleicht eine Möglichkeit haben, auch im Alter unsere Qualitäten weiterzugeben, zu vermitteln an Alleinerziehende, Studenten, Migranten, wer auch immer diese Wohnform wählen möchte. Dafür habe ich mich stark gemacht und habe mich auch deswegen beworben und war sehr erstaunt, dass ich von diesen 300 Bewerbern davon beteiligt war und freue mich darüber, mitwirken zu dürfen und hoffe, dass ich es erreiche mit meinen
mit Menschen etwas zu schaffen, was einmalig ist für Berlin, dass Tatsache Politik und Verwaltung mit den Bürgern etwas erreichen möchte. Ja, herzlichen Dank. Sie haben sich ja auch schon vorgestellt, Frau Gioia, aber vielleicht gibt es noch so diesen Aspekt, wann ist Ihnen die Bewerbung über den Weg gelaufen und was war so der Moment, wo Sie gesagt haben, ja genau, da mache ich mit? Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich durch die Elternarbeit an der Schule meines Sohnes, das ist ja auch eine Art Beteiligung, an einen Quartiersrat geraten bin, der immer sehr gut informiert ist. Und der hat schnell mitbekommen, dass ich eine große Idee habe, die zu groß für den Quartiersrat war, sodass ich dann bald auch eine E-Mail bekommen habe, nach fast drei Jahren, wo dann stand, Leitlinien oder eigentlich Bürgerbeteiligung für die ganze Stadt Berlin. Und ja, da habe ich den ersten Termin wahrgenommen in der Markthalle und die Frau Lomscher da zum ersten Mal gesehen, von der Ferne. Jetzt sitze ich neben ihr und habe den Aufruf gehört, dass man sich bewerben kann. Und das habe ich natürlich dann auch sofort gemacht. Und jetzt sitze ich hier und hoffe, dass wir noch einige Diskussionen führen können. Das ist ja der erste Workshop und es gibt noch weitere. Und dass meine große Idee vielleicht auch bei anderen ähnlich vorkommt und dann vielleicht irgendwann die bewahrheitet wird oder möglich gemacht wird. Ja, vielen Dank. Ich wende mich nochmal an Sie alle. Sie sind ja eigentlich gekommen heute, um mitzudiskutieren. Vieles habe ich gehört. Ich habe auch gehört, dass in der Arbeitsgruppe verschiedene Menschen erreichen, ganz schön viele Thesen diskutiert wurden. Vielleicht gibt es ja jemanden, der Lust hat, hierher zu kommen und nochmal zu sagen, was war ein wichtiger Punkt. Sie können auch gerne weiter zuhören, aber ganz oft heißt es in der Stadt, wir wollen gerne unsere Meinung mit äußern. Trauen Sie sich, Sie haben jetzt die Chance. Bis Sie sich überlegen und sich bewegen, ja. Herzlich willkommen. Dann gebe ich Ihnen auch direkt das Mikro. Vielen Dank. Es war die Anregung von ihr, wir hatten uns gerade unterhalten, sie sucht ein Haus und dieses Haus gibt es schon. Und das wollte ich einfach einbringen, nämlich Frau Lönscher ist eigentlich die Chefin von diesem Haus und das steht leer. Und es ist so riesig groß und steht leer und wird toll beheizt. Und wir Bürger, wir souverän, bezahlen das. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man die andere Senatsverwaltung dazu, der Bürgerbeteiligung, wie kriegt man das überhaupt hin, dass man dort auch reinkommt, arbeiten kann? Raum haben wir ja, ist geheizt, aber arbeiten kann. Das wäre die Frage. Das Gebäude kennt jeder, das ist der Flughafen Tempelhof. Okay. Nicht das Feld, sondern der Flughafen Tempelhof steht im Prinzip leer, oder? Im Prinzip. Es gibt ein paar Mieter. Ja. Also wir reden zwar über Leitlinien der Bürgerbeteiligung, aber ich muss natürlich ein bisschen was klarstellen. Also das, was in dem Haus nutzbar ist, wird derzeit auch benutzt. Der Rest ist nämlich in einem Rohbauzustand oder es ist gerade schadstoffsaniert und kann derzeit so nicht genutzt werden. Wir haben aber ab im November haben wir einen Tag der offenen Tür gemacht und sowas wie einen Neustart. Und auch für Tempelhof läuft ein Partizipationsverfahren an ab April. Ein Beirat ist schon installiert. Also das wird sozusagen eine Bewährungsprobe, ja, für Bürgerbeteiligung konkret. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank an Sie. Kommen Sie einfach vor. Sie dürfen aufstehen, Sie dürfen sich setzen. Das ist hier ein ganz freies Format. Sie bekommen ein Mikro. Herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Heiko Schulz. Ich habe eine Anmerkung und damit verbunden eine Frage. Es gibt ja die Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung mit den Beteiligungsverfahren. Auch Bürgerbeteiligung seit vielen, vielen Jahren. Und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sind diese Beteiligungsverfahren immer mehr in Verruf geraten. Und natürlich haben diese Verfahren auch Schwächen, stehen zu Recht auch in der Kritik. Und ich glaube, einer der Gründe, warum die so in der Kritik stehen, sind auch diese ganzen Regularien.
so und so viele Tage liegen die Unterlagen aus, Bekanntmachungsfristen und. Und ich glaube, es ist so eine urdeutsche Tugend, ganz, ganz viel durchzuregulieren. Und meine Frage ist, besteht die Gefahr, dass es mit diesen Prinzipien oder Leitlinien auch passiert? Dass wir da schlicht und ergreifend einen Papiertiger entwickeln und ja, schlussendlich bringt es vielleicht auch nichts. Und meine Frage ist einfach, wie verhindern wir das, dass das passiert, was mit dem Beteiligungsverfahren in der Bebauungsplanung oder Flächennutzungsplanung irgendwie ja offensichtlich auch passiert ist. Okay, herzlichen Dank. Was denken Sie dazu? Papiertiger, ist es das, was Sie herstellen wollen hier in dem Arbeitsgremium? Gut, aus eigenen Erfahrungen mit einem Planfeststellungsverfahren kann ich sagen, dass es gibt zwar eine Beteiligung, aber das ist keine Beteiligung, sondern die Vorhabensträger darf die Kriterien definieren, an denen das bewertet wird. Dann kann ein Bürger irgendwie was einbringen, aber wenn die Kriterien schon fest definiert sind, dann kommt immer die geplante Ergebnis heraus. Das heißt, das ist gar nicht so strukturiert, dass Beteiligung stattfinden kann. Unsere Hoffnung mit diesen Leitlinien ist, dass wir dann etwas gestalten, die dann eben nicht so strukturiert ist, dass ein vorgefertigtes Ergebnis herauskommt. Aber am Ende die Frage von der Verbindlichkeit ist eine ganz essentielle Frage und das liegt dann am Ende vielleicht einem Abgeordnetenhaus, die Ergebnisse ernst zu nehmen. Ja, Susanna Kahlefeld, im Abgeordnetenhaus, das war das Stichwort. Ich würde gerne was dazwischen sagen, was mit unserer Runde hier zu tun hat. Ich würde mir wünschen, dass jeder zweite Mensch, der sich hier hinsetzt, eine Frau ist. Wir waren nämlich in der Gruppe, wo es darum ging, wer eigentlich angesprochen werden soll bei Beteiligungsprozessen. Und wir haben lange darüber gesprochen, dass es die Gruppen gibt, die sich organisieren und immer mitsprechen, die selbstverständlich mitsprechen sollen, weil sie Kompetenz haben und die Energie sind, mitzusprechen. Aber es gibt auch immer die, die genauso betroffen sind von dem, was geplant wird und sich von alleine nicht organisieren und angesprochen werden. Und ich würde die Moderatorin bitten, einen charmanten Weg zu finden, hier für so eine gewisse Quotierung zu sorgen. Ja, das mache ich gerne, aber vielleicht gibt es noch einen Kommentar auch zu der Frage, zu dem Thema, gibt es nicht mehr. Dann. Also ich werde natürlich hier dem Ergebnis nicht vorweggreifen können und auch nicht wollen, aber was sozusagen die in Verruf geratene formelle Bürgerbeteiligung angeht, kann man nur Folgendes sagen, da werden sozusagen zu Zeitpunkten über Projekte Beteiligungsangebote gemacht. Und im Gesetz sind ja nur Mindeststandards geregelt. Das heißt, man kann es darüber hinaus natürlich Erörterungsveranstaltungen, Ausstellungen, was auch immer machen, wo das Projekt im Grundsatz aber schon eine politische Vorklärung erfahren hat, weil es hätte sonst den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan nicht gegeben und es hätte auch keinen ersten Entwurf gegeben, der eine frühzeitige Bürgerbeteiligung erfährt. Ne, das, was wir hier machen, ist ja der Versuch, sozusagen vorher zu sein und vor allem auch Beteiligung zu etablieren für Projekte, wo genau das nicht vorgeschrieben ist. Also ein ganz großer Teil von Planung und Projekten unterliegt nicht diesen Vorschriften. Dass es kein Papiertiger sein soll und möglichst keine überregulierte Handlungsanleitung, das wünsche ich mir jetzt einfach auch. Ich würde mich aus dem Aquarium wieder... Ja, herzlichen Dank. Das heißt also ja. Mit anderen Worten, wir sollten hier mal... zwecks Eingangsorientierung, Ressourcenverbrauch und Straffung, um die Zielstellung, die Frau Kahlefeld gesagt hat, zu verwirklichen. Vielleicht uns mal darauf einigen, wann wird gemäß diesen Leitlinien nicht beteiligt über das gesetzlich vorgeschriebene Maß. Das heißt also, dann, wenn wir das sozusagen beschreiben, wo, wann und weshalb und wer entscheidet das, wo sozusagen nicht beteiligt wird über das gesetzliche Maß, dann könnten wir die frei werdenden Ressourcen könnten wir dahin konzentrieren, wo es Effekte hat. Das ist sozusagen meine Idee. Das Zweite ist, in der Markthalle 9 ist ja im Prinzip eine Aufstellung gewesen, dass es quasi eine interministerielle Vorgehensweise zum Thema Beteiligung geben sollte. Es fiel da sogar die Idee, dass es vielleicht in ein Beteiligungsgesetz münden sollte.
Und jetzt erlebe ich sozusagen wieder eine eindimensionale Bauinvestitions- oder stadtentwicklungsbezogene Ausrichtung des Themas. Und wenn man diese breitere, was Frau Schepli quasi auch eingebracht hat, dass Beteiligung auch Teilhabe sozusagen Dimension hat im Sinne des Sozialen, wie kommt diese Wende zustande? Oder ist das jetzt sozusagen ein Versuch, was in der Hyperkomplexität interministeriell nicht klappt, jetzt im eigenen Haus bestmöglich sozusagen zu organisieren, um dann anschließend das alte Ziel, was da formuliert worden ist, doch noch zu verwirklichen? Oder drücken die Investoren so, dass sie im Prinzip mit erweiterter Beteiligung ein höheres Maß an Investitionssicherheit durch höhere Legitimität haben wollen und dass dementsprechend Handlungsnot ist und bei der Armut sozusagen unter der Brücke ist die Handlungsnot nicht? Warum reden wir über 200.000 Wohnungen anstatt eine Zielvorstellung, keiner mehr unter der Brücke? Weil wir reden da ja sozusagen von überwiegend privatwirtschaftlicher Errichtung dieser Wohnungen. Oder reden Sie nur von den staatlichen oder kommunal errichteten Wohnungen? Danke. Ja, herzlichen Dank. Ja. Frau Lomscher, Sie haben ja eben die Baustelle Flughafen sozusagen abgelehnt als nicht nutzbar. Ich mache Ihnen mal einen Vorschlag. Kennen Sie das Schöler-Schlösschen in Wilmersdorf? Ein wunderbares Haus, steht seit 20 Jahren leer, wegen Werbeverbot. Denkmalschutz hat außen wunderbar saniert, dann bekamen sie die Werbung verboten, jetzt innen wartet es auf Sanierung. Machen Sie auch ein Haus der Bürgerbeteiligung raus. Helfen Sie diesem klammen Bezirk mit ein paar Millionchen oder durch eine Zwischennutzung, dass das Ding, das ist eine Schande und ein Skandal, dass dieses Haus, Wilhelmsaue am Volkspark Wilmersdorf, da liegt seit Jahren. Ich weiß nicht, viele kennen das nicht, ist ja auch nicht so präsent von der Lage her, ist aber wunderschön. Es ist wirklich unerträglich, was sowohl der Bezirk, aber auch, muss ich sagen, Land irgendwie, weiß nicht, wer da auch noch Verantwortung tragen könnte, da macht. Also bitte an Sie, sich da mal einzuklicken, machen Sie ein Haus der Bürgerbeteiligung. Und da gibt es eine selbstverwaltete Initiative, die Sie gerne unterstützt und Sie auch kulinarisch dann betreut. So, das soll ja nicht nur Arbeit sein. Die andere Sache, es gibt ein gutes Buch, Thomas Wagner, die Mitmachfalle. Papirossa Verlag. Der hat so ein bisschen sich abgearbeitet an diesen Showveranstaltungen von Mitmachen. Und ich muss Ihnen sagen, dass, obwohl es Bezirksebene ist jetzt, da können Sie sagen, das ist nicht mein Ding. Beispiel, Westkreuzpark, alle haben gesagt, alle Kleingärtner dürfen bleiben. Das ist ein Areal von 18 Hektar zwischen Bahnhof Charlottenburg, Bahnhof Westkreuz, Halensee, ICC Nord. Ein Riesengebiet, ein wunderschönes Areal. Wird jetzt FNP auch die Hälfte davon leider erstmal auf grün gestellt. Jetzt gab es 4 Workshops. Wunderbar. Auf dem letzten Workshop sagt auf einmal Fugmajor Notta im Auftrag natürlich des beauftragenden Senats, des Grünflächenamtes, jetzt müssen alle Kleingärter runter. Das wird jetzt perforiert. Da kommen jetzt Urban Gardening hin. Ja gut, da kann man drüber diskutieren. Aber das ist so richtig, wie wir es nicht haben wollen. Erstmal so die Leute einbeziehen, ihnen was suggerieren, beteiligen und dann auf einmal, bupp, aber entscheiden tun wir. Und da ist die Falle nämlich, dass wir wollen mitentscheiden. Natürlich haben wir keine direkte Demokratie. Wir werden nicht einen Rätekongress draus machen. Aber dass die Bürger, die Kleingärtner, die Beteiligten mit an einem Tisch mit der Verwaltung, dem Stadtrat, den Parteien, der BVV sitzt. Das ist wenigstens dann eine Lösung, wo man vielleicht nicht alles durchsetzt, aber man ist dabei. So haben wir mal 4 Workshops gehabt, viel Geld ausgegeben und alle sind wieder glücklich nach Hause gezogen. Und das ist sicherlich bei vielen die Ängste. Und Sie kennen Blankenburger Süden. Das ist auch hängen geblieben, dass die Leute denken, das ist dieselbe Masche. Die wollen nur irgendwie was und hinterher machen Sie so, was Sie wollen. Und das ist, finde ich, leider eine große Niederlage für Sie, weil das ist in der Bevölkerung hängen geblieben und Ihrem Image nicht gut gewesen. Und das ist auf Bezirksebene, wie ich das sagte, leider auch nicht anders. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass jetzt nicht im Sinne eines ja, da würde ich gerade gegensprechen wollen. Fischbohl ist ja genau nicht Bürgerinnen fragen, Politiker antworten, sondern wir bringen uns aus unseren Gruppen hier ein. Ich will 2 Dinge sagen. Es schwang jetzt im letzten Punkt mit drin, Beteiligung ist immer Grenzen der Beteiligung zuallererst. Also es muss klar sein, Leitlinienprozess ist zu komplex, um es vielleicht einzugrenzen, aber in Beteiligung zu sagen, was geht denn, was darf ich denn, was will ich denn, das muss klar sein. Weil in dem Moment, wo ich sozusagen einen Freiraum gebe, den ich im Nachhinein beschränke, habe ich alle verloren. Die kommen nie wieder. Ich spreche jetzt aus der Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen, die da noch viel ehrlicher sind in ihrer Konsequenz. 2. Punkt, ich bin offensichtlich erstmal nicht jemand in der Quote, aber
Ich glaube, das ist ein gutes Thema. Das hat sich nämlich hier bei uns in der Arbeitsgruppe als ein für mich sehr schönes Thema gebracht. Das ist die Wand 9. Da ist zum Beispiel die Frage, wenn wir Bürgerbeteiligung wollen, dieser Prozess suggeriert, jeder kann sich beteiligen. Und es ist die Frage, doch mal eine Analyse zu machen mit der Fragestellung, was hindert sie, teilzunehmen. Die Unterstellung, dass alle, die nicht teilnehmen, vielleicht gar nicht wollen, ist sehr mutig, aber sie bleibt eben unwidersprochen dann im Raum stehen, weil die, die sich beteiligen wollen, wurden ja bisher schon nicht gehört, dann werden sie es an der Stelle auch nicht mehr. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja, wir haben jetzt ein breites Spektrum und gerne würde ich ein Thema an dich geben, Susanna. So ein bisschen die Frage Leitlinien, warum sind sie nicht für alle Bereiche, sondern sind sie eingeschränkt und wie kann das Land Berlin eigentlich sicherstellen, dass auch der Blick in die anderen Bereiche weiterhin gewahrt wird? Ja, da muss ich, glaube ich, tatsächlich politisch werden. Das war einfach nicht gewollt. Wir hätten uns das natürlich gewünscht, im Koalitionsvertrag Leitlinien für Beteiligung so aufzustellen, dass sie auch für andere Prozesse und nicht nur für die stadträumliche Planung gilt. Und das ist aber, die politische Konstellation ist so, wie sie jetzt ist. Und deswegen bin ich froh, dass Frau Lomscher damit aus ihrem Bereich heraus anfängt. Aber natürlich wäre es schön gewesen, wenn das die Senatskanzlei von ganz oben machen würde, so wie es der Bezirk Mitte für den Bezirk gemacht hat, wo die Leitlinien tatsächlich nicht nur für Bauprojekte, sondern auch für andere Beteiligungsprojekte gelten. Warum soll man nicht an der Bestückung von der Bibliothek oder ich weiß nicht an was, wo es möglich ist, auch mitbeteiligt werden. Also das ist einfach jetzt, sind die politischen Rahmenbedingungen und wir versuchen das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, man kann zumindest, was den Leitlinienprozess und das Ergebnis dieser Leitlinien angeht, auch was Gutes rausholen. Und dann bleiben alle die, die mehr wollen, halt am Ball und dann gucken wir, dass es weitergeht. So ist halt Politik, immer kleine Schritte und nicht vergessen, wo das Ziel ist und in welche Richtung wir gehen wollen. Ja, Frau Lomscher, es gab ein paar, glaube ich, Themen, da können Sie gerne auch was dazu sagen. Das ist nicht unbedingt das Thema der Leitlinien, jetzt auf die Projektebene zu gehen, sondern die Leitlinien sollen ja den Rahmen setzen, um nachher die Projekte besser umzusetzen. Aber es gab ein paar konkrete Fragen, vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Antwort. Also ich glaube nicht, dass es sozusagen der richtige Rahmen ist, um konkrete lokale Themen zu diskutieren. Es ist nur ein interessanter Hinweis darauf, dass es eben nicht nur darum geht, dass wir uns hier über irgendwas unterhalten, sondern dass es darum geht, es auf den jeweiligen Entscheidungsebenen dann auch zu etablieren, dass wir stadtweit Vereinbarungen darüber treffen, wie wir bei, und jetzt ist nun mal meine Verantwortung, also bei räumlichen Planungen und Projekten, künftig organisieren, dass von Anfang an nicht nur das, sondern auch worüber von Anfang an mitgesprochen werden kann. Also das ist das Ziel. Es gibt die Verabredung im Senat, dass dieser Leitlinienprozess sozusagen, der wird ja von der Senatskanzlei auch begleitet, dass man dann in einem zweiten Schritt schaut, was nimmt man sozusagen auch für andere Politikfelder dann, um die sogenannte Engagementstrategie, die bei der Senatskanzlei angesiedelt ist, dann entsprechend anzureichern. Aber es wäre aus meiner Sicht vermessen, wenn wir als Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen einen Prozess anstoßen, der jetzt irgendwie über Bürgerhaushalte diskutiert oder über Kinder- und Jugendbeteiligung. Das ist sozusagen nicht, kann nicht unser Anspruch sein. Wichtig fand ich den Hinweis, der hier gegeben wurde, Beteiligung heißt Grenzen der Beteiligung von Anfang an klären. Ne, und da muss ich dann insofern auch mal zum Thema Blankenburger Süden widersprechen. Da sind wir am Anfang. Ne? Also wenn daraus medial gemacht wird, ist es schon alles vorentschieden, dann ist es etwas, was ich zur Kenntnis nehme. Es bleibt aber dabei, dass wir uns am Anfang befinden und nicht am Ende eines Prozesses. Also so deshalb würde ich mal sagen, da warten wir es einfach mal noch ab. Mhm. Und auch das Thema, wie viele verschiedene Menschen erreichen. Also wir sehen uns heute hier in Runden, wo sich Menschen wahrscheinlich schon öfter mal gesehen haben. Also man sieht auch neue Gesichter, aber man sieht manche immer wieder und man sieht manche überhaupt nicht. Und deshalb braucht man offensichtlich unterschiedlichste Formen der Ansprache, um eben auch unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen. Ja, vielen Dank. Ist es etwas, was auch Ihnen am Herzen liegt? Was denken Sie dazu, wenn Menschen sich an Beteiligungsverfahren nicht beteiligen? Glauben Sie, ist es eine Aussage, dass sie sich nicht beteiligen wollen?
ganz viele sind einfach nicht informiert, also über was passiert. Deshalb zwei einfache Ideen und die Frage dazu, warum es findet noch nicht statt. Aus Frankreich, wir haben ein Nachbarschaftsfest einmal im Jahr, die große Erfolg hat. Ich meine, Fête de la Musique hat auch überall geschafft. Vielleicht schafft dieses solidarische Nachbarschaftsfest auch in Berlin einen Platz zu finden. Weil das ist die Möglichkeit, sich an den Tisch zu setzen, miteinander zu reden. Initiative, also Stadtteilinitiative, können die Nachbarn ansprechen. Ich glaube, es ist sehr wertvoll. Und die zweite Idee ist eine Idee aus unserem Netzwerk zusammen für Wohnraum. Wir hätten gern anstatt Werbesäule Informationen, so Bürgerinformationssäule in verschiedene Stadtteilecke, wo die Informationen drauf sind, wo ist nächste Quartiermanagement, wo kriege ich Hilfe, wenn ich ein Wohnungsproblem habe. Und also das wären dann zwei Punkte, die wir hätten. Okay, herzlichen Dank. Ja. Was mir wichtig ist, habe ich ja schon angekündigt, nämlich auch Menschen einzubeziehen, die in unserer Gesellschaft benachteiligt sind. Das ist so ein einfaches Wort, so einfach ausgesprochen. Aber die Menschen, die benachteiligt sind, die kämpfen teilweise um die tägliche Existenz und um ihr Leben, Überleben oder wie auch immer. Und die erreicht man gar nicht. Und die haben aber genauso das Recht, sich zu beteiligen oder irgendwie Teilhabe zu erfahren und mit einbezogen zu werden. Und für mich ist wichtig, Grundvoraussetzungen zu schaffen für diese Menschen, dass sie die Chance bekommen, überhaupt ein normales Leben zu führen, vielleicht auch ihre Gesundheit zu sichern, die Ernährung zu sichern, einen Job vielleicht zu bekommen. Also da fängt es doch an. Wir alle hier, ich glaube, keiner kann sagen, dass er nicht eine eigene Wohnung hat und einen festen Platz in der Gesellschaft. Wir alle sitzen hier, weil es uns letztendlich gut geht. Wir haben einen normalen Lebensstandard. Und in einer Gesellschaft läuft es doch so ab. Das schwächste Glied macht letztendlich die Stärke und die Kraft einer Gesellschaft erst aus. Also müssen wir uns eigentlich dahin mal orientieren, wo sozusagen unser schwächstes Glied ist, weil das Ergebnis ist von dem, was wir hier leben in unserer Gesellschaft. Und wenn es Menschen gibt, die zu den Berliner Tafeln rennen müssen, weil das Überleben nicht möglich ist, dann werden die mit Sicherheit keine Chance haben, sich überhaupt für Beteiligung informieren lassen zu können. Also für mich ist wichtig, dass man Grundvoraussetzungen schafft. Das ist nur ein Beispiel. Das sind auch Jugendliche und Kinder. Ich würde vorschlagen, nächstes Mal bringt alle eure Kinder und Jugendlichen eure Kinder mit. Das ist der erste Weg. Oder Verwandte, die vielleicht nicht so problemlos leben. Ja, das ist so mein Ziel und Antrieb. Ja, vielen Dank. Gibt es Anliegen von Ihnen? Wir haben das Thema Beteiligungsmöglichkeiten, Beteiligung anregen wurde an einem Tisch intensiv oder auch an zwei Tischen intensiv diskutiert. Und mich würde interessieren, wir haben jetzt schon so ein bisschen ein paar Möglichkeiten, wurden schon angetippt, aber mich würde auch die Frage interessieren, wer sollte eigentlich Beteiligungsverfahren vorschlagen? Ist es weiterhin, wie es jetzt ist, aus Sicht der Vorhabengeber, also sprich die Verwaltungen, die Investoren, die Bauherren? Was denken Sie dazu? Was haben Sie dazu diskutiert? Ja, kommen Sie her. Herzlich willkommen. Wir haben dazu diskutiert, dass die Beteiligungsverfahren grundlegender sein sollten, also nicht nur von bestimmten Beteiligten oder bestimmten Bauträgern oder was auch immer ins Leben gerufen werden, sondern dass es eine grundsätzliche Möglichkeit geben sollte. Und da gab es eine Dame, die hat Darmstadt als Beispiel vorgeschlagen, da sagt die Stadt,
Jedes Mal, wenn sie etwas plant, kündigt sie es an und wenn sich mehrere Bürger eine gewisse Summe, je nach Erheblichkeit der Maßnahme, dafür entscheiden, eine Bürgerbeteiligung durchzuführen, dann muss die Stadt diese Bürgerbeteiligung durchführen. Und was wir auch, glaube ich, herausgefunden haben, ist, dass es so ein bisschen an der Anerkennung scheitern könnte. Also ich habe mehrfach gehört, geredet wird immer viel und dann. Und vielleicht wäre es gut, sozusagen der Bürgerbeteiligung auch Ergebnisse zu ermöglichen, die sie dann sehen können, so klein sie auch sein mögen. Also müssen ja keine großen sein. Ja, herzlichen Dank. Ja, also ich war auch in der Gruppe Mitwirkungsmöglichkeiten und hatte da hauptsächlich von meiner Seite eingebracht, dass die Erkenntnis, die man ja gewinnen könnte, Stadtentwicklung wird maßgeblich in den Bezirken gemacht. Die Planungshoheit liegt in den Bezirken, jedenfalls in der Regel. Und deswegen sollte man hier natürlich auch ganz stark, finde ich, versuchen, die Mitwirkungsmöglichkeiten auf Bezirksebene zu beleuchten. Darmstadt ist ja ein Beispiel, eine Stadt von 160.000 Einwohnern, die haben ja, also das ist die Hälfte von Friedrichshain-Kreuzberg und die haben auch einen Gestaltungsbeirat und haben was weiß ich, Ortsbeiräte und Ausschüsse und alles. Wir haben auch ein Demokratiedefizit, spätestens seit der Bezirksreform wird hier mit einer schmalen Verwaltung, mit einer kleinen BVV und einem kleinen Ausschuss für Stadtentwicklung hier eine 300, also bis knapp 300.000 Einwohnerstadt verwaltet. Das ist ein bisschen peinlich eigentlich. Man könnte jetzt die Bezirksreform rückgängig machen, das finde ich gar nicht mal so abwegig eigentlich. 150.000 reichen auch für eine Verwaltung aus, ja. Aber wenn das jetzt nicht so wäre, dann sollte man sich doch vielleicht überlegen, ob nicht ergänzende Gremien vielleicht hier mal auf der Tagesordnung stehen könnten. Zum Beispiel ein Beirat für Stadtentwicklung, würde wäre mein Anliegen jetzt. Es gibt ja Beiräte für alles Mögliche. Warum eigentlich nicht für den wichtigen Bereich der Ausübung der Planungshoheit in den Bezirken und vor allem natürlich auch Gremien, die Fachleute stärker heranziehen. Also im Idealfall schickt man halt Entwickler, die jetzt irgendwie komische Vorschläge machen, halt in die Extra-Runde, in ein Fachleutegremium und dann unterstützt man damit sozusagen die Einschätzung von den Ausschüssen, wo Politiker sitzen, die halt keine Stadtplaner sind. Die können manchmal eben das auch nicht so richtig überblicken, was da vorgeschlagen wird, mit welchen Tricks man da versucht, die Bezirke über den Tisch zu ziehen. Hier wird ja viel Kuhhandel betrieben und eigentlich diese die Abwägung finden ja eigentlich in den Stadtplanungsämtern statt. Nochmal ein anderes Thema. Also eigentlich diese Abwägungsentscheidungen in den Ämtern, die müssten eigentlich beteiligt werden. Ja? Okay. Nämlich die Frage bei dem Einwand auch in der Bauleitplanung führt nicht zur Planungsänderung. Punkt. Das kennen wir ja, diese Antwort. Ja? Diese Entscheidung, die gehört eigentlich beteiligt. Warum führt das denn nicht zur Planungsänderung? Ist doch ein berechtigter Einwand. Ja, und das macht man halt im Stadtplanungsamt fertig. Und das ist dann auch meistens damit gegessen, das Thema. Also ich finde, wir brauchen hier mehr auch Gremien, in denen man mitarbeiten kann. Das wäre so mein Wunsch. Ja, herzlichen Dank. Die Abwägung, Beteiligung auch an der Abwägung, eine der Kernforderungen. Ja, ich gucke mal so in die Runde. Frau Händel, was denken, nehmen Sie gerne ein Mikrofon. Ja, der Ansatz, der ist ja schon geschehen und zwar in Berlin-Mitte. Da sind ja die Leitlinien schon fertig, richtig? Und dort gibt es auch schon eine Anlaufstelle, also so ein Büro, wo man sich hinwenden kann, mit welchen Fragen auch immer. Und das wäre jetzt so meine Idee als Otto Normalbürger zu sagen, Anlaufstelle, Büro, irgendwie, egal aus welchen Kassen. Ja, also es muss ja bezahlt werden, wenn jemand da vor Ort sitzt und Fragen beantworten soll oder im Vorfeld vielleicht auch dann die Bürger zufriedengestellt werden sollen, indem sie dann Antworten bekommen. Ne, das kostet ja alles Geld, also das Büro auch. Aber das wäre so die Idee, die wir wahrscheinlich im Arbeitsgremium auch schon angedacht hatten. No? Ja, vielen Dank. Können Sie noch ergänzen? Ja, das war mit ein Thema in der Arbeitsgruppe, in der ich gesessen habe, wo es darum ging, wie man vielfältige
wie man vielfältige Menschen anspricht. Da war, kam auch die Idee von einem Büro und der Wunsch an dieses Büro bestand auch darin, dass das neutral sein sollte, also nicht Verwaltung und nicht Politik, sondern jemand, der analysiert, wer ist eigentlich von dem Vorhaben, was da politisch geplant wird, wirklich betroffen, wo kann der Ärger herkommen und wo können aber auch Menschen mit negativen Folgen konfrontiert sein, die man vorher, die sich aber vielleicht von sich aus nicht melden. Also der Wunsch nach so einem Büro, nach so einer neutralen Instanz, wie es da genannt worden ist, ist da vor allen Dingen unter dem Aspekt eine genaue Analyse derer, die betroffen sind, gefordert worden. Und man könnte das natürlich in verschiedene Richtungen noch weiterentwickeln, aber das ist ja eine Erfahrung, die wir oft gemacht haben bei Beteiligungsprozessen. Es gibt in Berlin zum Glück immer Menschen, die sich organisieren und die mitreden. Es gibt zum Glück immer Initiativen. Egal wo gebaut wird, ist immer jemand schon da, der sich auskennt und der sich zu Wort meldet. Das ist auch gut so, aber es reicht eben oft nicht, weil auch noch andere Belange betroffen sind und da müssen auch Institutionen geschaffen werden und ich nehme das auf jeden Fall mit in den Leitlinienprozess, dass wir gucken, dass wir sowas in dieses Papier auch reinschreiben. Es geht auch um Strukturen und eine Sache möchte ich noch loswerden, das Wort Anerkennung. Ich denke, die größte Anerkennung würde darin bestehen, dass es eine Verbindlichkeit oder zumindest eine Auskunftspflicht über die Ergebnisse von Prozessen gibt. Niemand hat was davon, wenn man ihn lobt für das, was er sie getan hat, sondern es geht da um Auskunftspflicht, was wird mit den Ergebnissen gemacht, eine Form von Verbindlichkeit und eben auch solche Strukturen, über die wir gerade gesprochen haben. So auf der Ebene des Soften und wie wir miteinander umgehen, kommen wir da, glaube ich, längst nicht weiter. Wir haben so viel Beteiligungserfahrung alle gemacht. Also über die Stufe sind wir raus. Ja, herzlichen Dank. Sie dürfen auch noch mal herkommen. Das war meine Scheu. Ich würde vorschlagen, Sie bekommen auch ein Mikro. Ich würde vorschlagen, diesen Vorschlag haben wir aber schon unterbreitet. Wenn es nicht Investor ist und wenn es nicht Verwaltung ist, dann ist es sozusagen nicht die APO, aber was außerhalb des Parlaments und da gehört es hin. Das heißt also mit anderen Worten, es geht um die Stabilisierung und die Erweiterung von Demokratie, ohne einen Konflikt zwischen repräsentativ und direkte Demokratie zu konstruieren. Und diese Stelle sozusagen müsste einfach zum Abgeordnetenhaus eine Verbindung haben oder diese Stellen, auch themenbezogen oder sowas. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen vom Tempelhofer Feld. Dieses mit das hehre Ziel neutral lässt sich eigentlich nicht wirklich verwirklichen. Und dementsprechend wäre das mein Vorschlag. Gerne wieder zwei Begriffersetzungen. Streichen Sie bitte Büro und streichen Sie bitte, was weiß ich nicht, Gremien. Richten Sie Kiezcafés ein, schaffen Sie die Struktur, dass dort so wie heute, und dafür möchte ich mich bedanken, ich darf hier heute herkommen, ich darf trinken, ohne dass ich Geld dafür bezahlen muss, ich darf essen, ohne dass ich Geld bezahlen muss. Da sind wir bei dem Thema, was hier angesprochen wurde, niedrigschwellig, kennt man aus der Kinder- und Jugendarbeit, die Begriffe sind schon bescheuert, wir arbeiten ja nicht an Kindern und Jugendlichen. Also in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen kennen wir diesen Begriff, niedrigschwellige Angebote, barrierefrei kennen wir aus anderen Kontexten oder ähnliches. Nutzen wir doch mal die Begriffe, die wir sowieso verwenden, die wir oft als Sprechblasen verwenden und nehmen wir sie einfach und schreiben sie oben drüber. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dafür. Guten Tag. So, ja, okay. Ich komme aus Zehlendorf und was mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen ist, es wird immer bei Beteiligung mit, ja, darüber geredet, gibt es Widersprüche, werden die Widersprüche und die Einwendungen abgebügelt. Was mir vorschweben würde, wäre frühzeitig zu wissen, der Senat plant dort, da und dort Stadtentwicklung. In 5 Jahren ist das Thema dran, in 2 Jahren ist das Thema dran. Und dann könnten Bürger von sich aus sagen, wir möchten gern Beteiligungsverfahren für die in die Gegend. Das fände ich toll. Ja, herzlichen Dank. Na, wie gesagt, wenn im Ergebnis dieses Leitlinienprozesses rauskommt, wir sollen sowas wie einen Planungsatlas mit unterschiedlichen Zeiträumen machen, dann ist das ein interessantes
Ergebnis, mit was wir dann auch befüllen müssen. Das ist dann natürlich mit Unsicherheiten behaftet, weil sich Dinge ja auch ändern können, wie wir wissen. Aber man weiß eben immer so viel, wie man weiß zu dem Zeitpunkt. Was mir auffällt, wenn man das Wort Kiezcafé benutzt, dann muss man sich natürlich fragen, was meinen wir? Also ein Kiezcafé pro Bezirk ist wahrscheinlich ein bisschen wenig. Ne? Also wir haben 12 Bezirke, die einen sagen, sind zu viel, die anderen sagen, sind zu wenig. Wir haben irgendwie 96 Ortsteile. Ich glaube, es gibt 160 sogenannte Planungsregionen, Bezirksregionen, also die auch schon irgendwelche lebensweltlichen Zusammenhänge abbilden. Also wenn wir wirklich über niedrigschwellige sozusagen Kommunikationsstrukturen reden, dann redet man über richtig viel Infrastruktur. Das muss einem klar sein. Und dieses richtig viel Infrastruktur kann jetzt auch nicht aus räumlichen Projekten und Planungen irgendwie plötzlich hervorgehen oder finanziert werden, sondern das ist tatsächlich ein darüber hinausgehendes politisches Programm. Und wenn es richtigerweise so ist, man hat nicht ein Kiezcafé für räumliche Projekte und dann hat man noch ein Kiezcafé für Bürgerhaushalt und dann hat man noch ein Kiezcafé für was weiß ich. Also sinnvollerweise finden an diesen Orten verschiedene Beteiligungsprozesse statt und dann ist es tatsächlich ein über dieses Ressort natürlich hinausgehendes Thema. Was ich mir vorstellen könnte zum Thema Umfeldanalyse von Projekten. Also ein Ergebnis, ich kann ja mal sagen, was ich mir wünsche. Ja? Also ich wünsche mir, dass in solchen Leitlinien zum Beispiel drinsteht, dass jeder, der im öffentlichen Auftrag irgendein Projekt vorbereitet, am Anfang sozusagen genau dieses Umfeld sozusagen zu analysieren hat. Und zwar nicht für einen Bezirk, sondern für ein Projekt. Und dass man diese Umfeldanalyse sozusagen mit den Leuten diskutiert, die da vielleicht auch noch ein bisschen mehr drüber wissen, die dann vielleicht auch noch was herstellen können. Mich hat früher im alten Bezirk Mitte mal beeindruckt, da gab es so eine Beteiligungskarte, also als noch bevor der Bezirksfusion. Da gab es einfach einen Stadtplan, wo man sehen konnte, wo ist welche Initiative, die sich mit welchem Thema beschäftigt. Also so einen Stadtplan muss man bestimmt immer mal wieder überarbeiten, aber das kann man sich ja theoretisch für jedes Projekt vorstellen und dann weiß man auch schon ein bisschen mehr, was eigentlich die richtige Form ist, weil wir werden ja bei jedem Projekt sozusagen dann doch immer wieder auf ein individuelles Beteiligungsverfahren kommen, aber man braucht so ein paar Standards, die für alle gelten. Okay, vielen Dank. Sie wollten noch ergänzen. Ich wurde heute, als ich angekommen bin hier, sozusagen herzlich begrüßt. Also ich habe die begrüßt. Natürlich, das waren so Leute, die haben sich engagiert dafür, dass Werbeplakate mit bestimmten Inhalten oder überhaupt Werbeplakate weniger werden. Und da hätte ich dann gleich schon eine super Idee, nämlich, dass man die vielleicht ersetzt mit solchen wunderschönen Plänen oder auch Aufrufen, ne, wo bestimmte Vorhaben draufstehen, Bürger, wenn ihr möchtet, beteiligt euch, ihr seid herzlich eingeladen und willkommen. Ja, vielen Dank. Bitte sehr. Schönen guten Abend, mein Name ist Fadi El-Ghazi und ich wollte die Frage stellen, was bringt Bürgerbeteiligung, wenn die Politik am Ende gar nicht die Handlungsmacht hat und immer wieder Profitinteressen vor Gemeinwohlinteressen dann wieder gestellt werden? Ja, dann würde ich die Frage gerne anschließen. Ja, das passt ja ganz gut, genau. Fadi und ich, wir saßen gerade nebeneinander und er meinte, das ist jetzt so die Frage ist zu radikal, dass ich will jetzt hier nicht den Laden aufmischen. Da habe ich gesagt, okay, wenn du jetzt eine Frage stellst, stelle ich meine Frage auch, weil meine Frage schließt so ein bisschen daran an. Es gab ja im Vorfeld auch Kritik an diesem Gremium von der Bauwirtschaft, die gesagt haben, sie finden das voll gemein, dass sie nicht beteiligt werden. Und ich finde schon, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, das ist ja auch ein politisches Projekt. Also Beteiligung hat ja deswegen oft so ein bisschen einen schlechten Beigeschmack, weil man das Gefühl hat, man ist irgendwie nur so schmuckes Beiwerk und ein Blumenkasten und am Ende wird trotzdem das gemacht, was der Investor will oder die Investorin. Insofern finde ich, ist die Frage schon, die wir uns auch in dem Prozess stellen, wie können wir konkret Macht umverteilen? Also weil ehrliche Beteiligung heißt halt Macht umverteilen und das heißt halt auch konkret Dinge dann wirklich auszulagern und da finde ich schon, müssen wir einfach wirklich auch gute Ideen entwickeln, wie wir das konkret machen, weil das sagt sich so leicht oder manchen Leuten kommt es auch nicht über die Lippen, aber wenn man es sagen möchte, dann sagt sich es leicht, gemacht ist es dann immer noch nicht. Und daran anschließend
ist halt eine Beobachtung. Ich habe heute sehr für diesen Kreativraum geworben. Und ich saß auch vorhin in diesem Kreativraum und es waren aber kaum Leute im Kreativraum. Und die Frage ist, glaube ich, auch ein bisschen, wie schaffen wir das auch in den kreativen Prozess umzuwandeln? Weil wenn Leute an Beteiligung denken, haben sie sehr, sehr klare Schemata vor Augen. Und viele sind auch extrem gelangweilt. Und ich fände es total wichtig für den Prozess, den auch wirklich aufzubrechen in einer Form, dass es nennenswert irgendwie attraktiv wird für Menschen, die wirklich seit vielen Jahren derbe gelangweilt sind und einfach sagen, gut, jetzt sind wir auch wieder bereit, uns in Beteiligungsverfahren reinzubegeben, weil wir wissen, es passieren auch neue Dinge. Und damit heißt das nicht, dass man irgendwie bunt Glitzerbilder malen muss, sondern es muss irgendwie mehr sozusagen Interventionsmöglichkeiten geben. Und da brauchen wir kreative Ideen. Also wer Ideen hat, ja, her damit. Ja, okay, herzlichen Dank. Das war schon auch ein Statement für und auch aus dem Arbeitsgremium. Sie sind ja auch Teil des Arbeitsgremiums. Möchten Sie Ihre Frage noch anschließen? Weil dann kommen wir auch schon in die letzte Schlussrunde. Guido Meyer, ich war in dem Grundsatz, an dem Grundsatztisch und da wurde auch die Frage gestellt nach der Beteiligungskultur. Also wie kann man das aktiv angehen? Und ich denke, der Beteiligungsatlas wäre ein sehr schönes Instrument für die Beteiligungskultur. Meine Frage ist aber, Beteiligung heißt ja Beteiligung woran? Nämlich an der Planung. Planung wofür? Planung für 200.000 Wohnungen, vielleicht auch 300.000. Die SPD sagt 300.000. Naja, also... ja, je mehr, desto bezahlbarer. Und ich denke, da fehlt die Vorgabe. Also ich kann mich ja nur beteiligen, wenn ich auch die Vorgabe kenne. Wo ist das Ziel? Beteiligung an welchem Ziel? Und dieses Ziel wird nirgendwo formuliert. Und ich denke, das fehlt. Das müsste nochmal gemacht werden. Ja, herzlichen Dank. Gibt es jetzt noch ganz dringende Sachen, dann kommen Sie. Wir hören auch noch die letzten wichtigen Themen, weil das will ich auf gar keinen Fall abschneiden. Sie fassen sich jetzt kurz. Also einerseits liegt mir sehr am Herzen, ist mir sehr wichtig zu sagen, wenn wir uns beteiligen wollen, dann bitteschön denke ich, dass wir auch Verantwortung mit übernehmen. Natürlich in einem bestimmten Rahmen. Also nicht nur fordern im Sinn von Beteiligung nicht nur im Sinn von fordern, sondern wirklich auch Verantwortung übernehmen. Jetzt habe ich meinen zweiten Teil vergessen. Das bezog sich auf das vorherige. Ja, auf die Vorgabe. Das ist natürlich die Frage, warum, wo ist der Ort, wo wir Initiativen hineinbringen können? Wo können wir also als Bürgerinnen und Bürger eigene Ideen in den Pool von Vorgaben mit hineinbringen? Warum muss das von irgendwo anders kommen? Ja, vielen Dank für Ihre zwei Anliegen. Ich mache es kurz. Frau Lomscher, wie viele Abgeordnete haben wir in Berlin? Wie viele Abgeordnete oder wie viele sind es? Ja, circa, weiß ich. Können Sie gar nicht sagen, 100. Ich sage Ihnen warum. Also diese 100 haben alle ihre Bürgerbüros. Die Bundestagsabgeordneten haben auch ihre Bürgerbüros. Wir sind also seit 10 Jahren, weiß ich nicht, die ganze Stadt mit Bürgerbüros verseucht, will ich nicht sagen, versorgt. Wie viele Sozialräume haben wir? 96. Was halten Sie davon? Wir machen die weg und dann kommen sozialräumliche Vertretungen rein. Das haben wir manchmal bei Quartiersmanagement. In Charlottenburg gibt es bei uns 3 Kieze, die sind sozial benachteiligt. Klausener Platz, Mierendorf, Charlottenburg Nord. Da gibt es eine wohl organisierte, wohl funktionierte Infrastruktur durch die Bürger, weil sie auch finanziell unterstützt werden. Ja, warum immer nur von der repräsentativen Organen her nochmal in den Bezirken ihre Parteipropaganda machen, mal zugespitzt? Warum nicht sozialräumlich organisieren? Warum immer alles von oben? Man könnte das von unten ja so organisieren. Ja, kommen Sie her, wollen Sie ergänzen oder gegenreden wollen. Ich kann nur sagen, das wäre doch ein Modell. Wir haben übrigens bei der letzten Wahl als aktive Bürger mit einer Wählergemeinschaft versucht reinzukommen. 2% haben wir, das Beste in ganz Berlin. Charlottenburg-Wilmersdorf. Aber es gibt strukturell keine Chance. Die WUP war mal drin, als Zehlendorf gab. Dann war Steglitz, Zehlendorf waren es draußen, weil der Bezirk war zu groß. Die Probleme sind nur. Letzter Satz, ich will nur sagen, da sind so viele Defizite. Wir haben natürlich alle Plakate selber kleben müssen. Alles finanzieren. Wir haben keinen Zuschuss für solche Aktivitäten. Große Bürgerbeteiligung. Aber wenn es dann konkret wird, da sind wir die Letzten, die sich da abrappeln. Also
erste Sache mit den Büros auf Sozialräumebene, Infrastruktur und Mitbestimmung und dann vielleicht auch mal bei Wählerinitiativen einen kleinen Zuschuss, damit die ihren Wahlkampf auf einer gleichen Ebene machen können. Sie wollen direkt dazu? Direkt dazu. Das würde ich gerne hier gleich mal beantragen und beschließen. Na, okay. Vielen Dank. Das war kurz und klar. Bevor wir jetzt noch irgendwelche anderen Wählergruppen unterstützen, sollten wir vielleicht auch noch Damenruhe reden. Vielleicht sofort zur Vorstellung. Ich fände auch grundsätzlich immer gut, wenn die Leute, die hier reden, sich auch vorstellen, damit man so ein bisschen einordnen kann. Frank Bertermann aus dem Bezirk Mitte war unter anderem auch an dem Gremium beteiligt, was die Bürgerleitlinien in Mitte für den Bezirk erarbeitet hat. Eine Anmerkung, eine Feststellung und eine Bitte. Die Feststellung, wenn wir alle in den Spiegel gucken, hier sehen wir 95% weißes deutsches Mittelstandpublikum. Das ist nicht das, was in Berlin die durchschnittliche Bevölkerung abbildet. Darüber müssten wir uns Gedanken machen. Einfach nur mal als Feststellung. Und als Anregung, das Wichtigste, wie in jeder normalen Beziehung, ist Ehrlichkeit. Und diese Bürgerleitlinien müssen vor allen Dingen ehrlich sein. Und sie müssen vor allen Dingen, und diese Diskussion, finde ich, ist bisher weder hier noch überhaupt irgendwo geführt worden, sie müssen auch darauf hinweisen, wir haben zweistufige Verfahren. Wir machen Bürgerleitlinien fürs Land Berlin. Da muss sich Spandau, Charlottenburg oder wer auch immer überhaupt nicht daran halten. Und die Leute kommen aber dann mit der Erwartung, das Land Berlin hat Bürgerleitlinien, jetzt macht das mal. Die Bezirke müssen das nicht machen. Und genau das müssen diese Bürgerleitlinien des Landes Berlin beantworten, wie man damit umzugehen hat. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ich würde noch Abschlusswort. Also ich wünsche mir eigentlich, dass Bürgerbeteiligung überflüssig wäre und das wäre dann der Fall, wenn die Politiker wieder die Gemeinwohlinteressen im Blick hätten und nicht nur die Investoreninteressen. Okay, herzlichen Dank. Wir machen jetzt noch eine ganz, ganz kurze Mini-Runde hier auf dem Podium und wenn Sie einfach starten, Frau Hähnel, und nochmal ganz kurz sagen zu den letzten Themen, gibt es etwas, was Sie besonders mitnehmen in das Arbeitsgremium? Ja, da gibt es ganz viel. Also ich habe jetzt fleißig mitgeschrieben und ich denke mal, das Ziel sollten wir wirklich nicht aus den Augen verlieren. Die Vorgabe, wofür die Leitlinien geschaffen werden sollen, die sollen auch ganz konkret werden. Und ich selber würde es ganz toll finden, wenn es nicht nur zur Kenntnisnahme irgendwo lagert, sondern es auch irgendwie bindend wird. Okay. Wunderbar, Frau Thuja. Naja, mit Berliner Kodderschnauze mal ausgedrückt, ich freue mich. Einfach, dass es hier so stattfindet, dass es doch viele Leute gibt, die sich hierher bewegen und etwas bewegen wollen, weil das wollen wir, glaube ich, alle. Ich nehme mit, Leute, überlegt euch kreative Ideen. Da freue ich mich, dass wir zusammenarbeiten im Gremium. Das wird noch interessant. Ja, und ich freue mich, dass einige, meine große Idee, die ich habe, dass hier einige Leute sind, die eine ganz ähnliche Form dieser Idee haben und dass es darauf vielleicht in Zukunft hinsteuert, da hoffe ich. Und ja, arbeite ich auch ganz viel dran. Ne? Herzlichen Dank. Ich reagiere einfach mal kurz auf Frank Bertermann und sage, ich glaube nicht, dass man politisch damit durchkommt, hier Leitlinien für die Bürgerinnenbeteiligung in der Stadtentwicklung in Berlin zu entwickeln, die dann nur für Senatsprojekte gelten. Ich glaube, die Leute haben die Erwartung, das, was wir hier machen, gilt in ganz Berlin, auf allen Ebenen. Und dann müssen wir im politischen Raum klären, wie wir das verbindlich hinbekommen. Weil ansonsten veralbern wir nämlich die Leute. Und das, finde ich, sollten wir nicht tun. Ja, danke. Ich würde schon gerne noch mal auf einen Aspekt hinweisen, der angesprochen worden ist. Natürlich geht es dann, wenn wir darüber reden, wer entscheidet,
dann ist das natürlich auch Sand im Getriebe der Investoren. Das ist das, was wir hier wollen, was wir so gut wie möglich organisieren wollen. Um das nochmal klarzustellen, auch wenn wir uns über kleinteilige Verfahren und Büros oder Nichtbüros unterhalten, das ist doch letztendlich das Ziel, dass die Bürgerinnen und Bürger im Sinne des Gemeinwohls hier mit sprechen können. Und ich bin fest davon überzeugt, weil man es überall sieht, wo es einigermaßen funktioniert und übrigens auch da, wo es nicht funktioniert, dass Beteiligung Demokratie stärkt. Und wir leben im Moment in den letzten Jahren, dass man Demokratie und die ganzen Verfahren und Strukturen wieder enorm stärken muss. Und da ist die Beteiligung zum einen gegen die Gefährdung von einem Ausverkauf der Stadt und zum anderen durch die Gefährdung von Leuten, die Demokratie und Verfahren abschaffen wollen, ein Bollwerk, was wir hier schaffen. Ja, Herr Griffin. Vielen Dank euch alle für euren tollen Input. Also es war wirklich für mich einen total anregenden Abend. Und vielleicht, um ein paar Sachen zu nennen, die ich denn für das weitere Prozess mitnehmen würde. Also ich fand diesen Hinweis, dass man ganz konkret definieren muss, wo sind die Spielräume. Das ist eine total wichtige Frage, dass wir nicht zu hohen Erwartungen irgendwie von hier nach Hause gehen, sondern dass wir dann vielleicht einen Weg finden, kreative Spielräume zu definieren und zu finden. Also zum Beispiel gerade bei privaten Projekten, wenn das Grund und Boden einem privaten Investor gehört, dann gibt es einen nur ganz begrenzten rechtlichen Spielraum. Da dürfen wir jetzt nicht erwarten, dass wir denn einen Investor zu bestimmten Sachen zwingen. Aber ich glaube, es gibt viele Investoren, die Dialogbereitschaft haben. Die haben natürlich ihre ökonomischen Zwänge. Das muss man berücksichtigen, aber auch da kann man kreativ sein. Und ich hoffe, dass diese Leitlinien so pragmatisch aufgestellt werden, dass die dann wirklich ausgeübt werden. Weil nur wenn die dann tatsächlich funktionieren, werden sie auch benutzt. Und dass wir ein Werk finden, der eine Art von bindendes Glied ist zwischen die verschiedenen Interessen, die tatsächlich zu einer verbesserten Ergebnisse führen kann. Danke. Okay, ja, ganz herzlichen Dank an die Runde. Danke an Sie. Die spannende Frage ist ja, wo werden wir als nächstes die Ergebnisse nachlesen? Dazu bitte ich Moritz Ritter jetzt nochmal nach vorne, der uns kurz von Liquid Democracy aus sagt, Online-Dialog, Online-Prozess, wie sieht es eigentlich damit aus? Nimm dir einfach ein Mikrofon. Sind alle an? Ja, sind alle an? Super. Genau, und wir dachten uns, kurz vor 9, es gibt keine bessere Zeit, um mit Ihnen nochmal ganz kurz auf die Webseite zu schauen. Das ist das, was Sie jetzt im tiefsten Inneren glücklich macht. Wir haben hier zwei Bildschirme, die haben Sie vielleicht schon ab und zu gesehen, auf dieser Seite und auf dieser Seite. Und ich gehe jetzt ganz kurz mal auf unsere Webseite, die wir eingerichtet haben. Die haben Sie vielleicht auch schon mal vorher gesehen. Die sieht eventuell bei Ihrem Desktop-Screen ein wenig anders aus, weil wir die jetzt gerade ein bisschen größer zoomen mussten, damit Sie überhaupt irgendetwas sehen. Das ist sozusagen jetzt gerade so eine Art mobile Ansicht dieser Webseite. Einer der wichtigsten Punkte, denke ich, für Sie alle, was Sie gesehen haben, wir haben ganz viel Informationen für Sie schon bereitgestellt. Es gibt Leitlinienbeispiele, es gibt immer wieder aktuelle Neuigkeiten, es gibt das Arbeitsgremium und überhaupt den ganzen Leitlinienprozess an sich. Und diese Informationen sind, glaube ich, ganz wichtig und hilfreich, wenn man sich beteiligen will. Die sind alle übersichtlich auf der Webseite für Sie zusammengestellt. Das heißt, wenn Sie hier im Menü dann sehen, es gibt immer die Neuigkeiten, die es gibt. Es gibt den, wie ich finde, wirklich sehr guten Bereich, was sind eigentlich Leitlinien, wozu sind die da? Und dann auch nochmal diese ganzen Kurzsteckbriefe, die Sie jetzt hier vielleicht nur teilweise ganz kurz nur sich anschauen konnten und dann einfach vielleicht zu Hause auch nochmal länger nachschauen wollten, was für Beispiele es gibt. Einer der wichtigsten Punkte ist, denke ich, aber, dass die wichtigsten und besten Ideen Ihnen wahrscheinlich erst unter der Dusche kommen, an der Bushaltestelle oder auf dem Weg nach Hause. Und deswegen ist es ganz wunderbar, denke ich, dass Sie auch online mitmachen können. Wenn Sie jetzt hier nach der Veranstaltung sagen, ich habe eigentlich eine ganz tolle Idee noch oder eine Frage, dann geht das auch online und dann freuen wir uns über Ihren Beitrag online. Und zwar haben Sie da mehrere Möglichkeiten zu. Die eine Möglichkeit ist, dass Sie natürlich weiterhin zu den Werkstätten kommen. Es wird noch mehrere geben. Aber das andere ist, dass Sie ständig dem Arbeitsgremium Fragen stellen können online. Das heißt, das Arbeitsgremium, das trifft sich ja einmal im Monat, beschäftigt sich dann mit Ihren Fragen, die Sie hier einstellen. Das wurde bis jetzt auch schon ab und zu genutzt und wird hoffentlich in Zukunft jetzt noch öfter genutzt. Sie sehen also hier, gibt es den Prozess für Fragen an das Arbeitsgremium. Falls jemand von Ihnen schon auf meinberlin.de war, das wird technisch über meinberlin.de gelöst, deswegen kennen Sie vielleicht auch schon diese Darstellung ein wenig. Hier sehen Sie, ein paar Fragen sind schon eingegangen.
Teilweise sind das dann Fragen, die vielleicht so weit führen, dass wir sie nicht direkt in der Online-Moderation beantworten können. Dann geben wir sie in dieses monatliche Treffen. Teilweise können wir die Ihnen aber auch schon vorher direkt online dann beantworten. Wie gesagt, da freuen wir uns dann auf Ihre Fragen. Und was vielleicht jetzt für den heutigen Abend für Sie spannend ist, es gibt die Beteiligungsmöglichkeit jetzt zur ersten Werkstatt, die heute gerade ihr Ende findet. Und wir haben die ganzen Themen, die Sie heute als Arbeitsgruppen auch hatten, hier eingestellt. Und das ist die Frage jetzt, die Sie auch eben schon hatten, was ist Ihnen eigentlich wichtig? Und hier sind jetzt also diese Arbeitsgruppenthemen nochmal. Und wenn Ihnen, wie gesagt, im Nachhinein noch etwas einfällt, irgendeine Frage, irgendein wichtiger Punkt, der jetzt nicht auf den Stellwänden gelandet ist, oder wenn Sie vielleicht Bekannte haben, Leute, die heute nicht kommen konnten, was ja auch der Fall sein kann, sagen Sie denen ruhig Bescheid, dann können die sich hier einfach unter Mitmachen, um Menüpunkt Mitmachen, beteiligen und ihre Punkte einbringen, und zwar noch eine Woche lang. Und was danach passiert, das Arbeitsgremium, das wurde schon angekündigt, beschäftigt sich ja jetzt mit den Ergebnissen, und es gibt auch eine weitere Auswertung dieses ganzen Tages, des heutigen Tages. Und was Sie dann auch machen können, ist dann ab dem 26. müsste das sein, also in genau einer Woche, das sehen Sie hier auch in der Phase, das ist die nächste, die sich daran anschließt, nämlich Ihre Anregung zu den ausgewerteten Themen aus dem heutigen Tag. Wie gesagt, das ist jetzt noch nicht, das ist ab dem 26. März dann für Sie verfügbar. Genau. Also diese sozusagen zwei Momentmöglichkeiten haben Sie, sich online auch einzubringen mit Ihren Themen und Ihren Fragen, selbst wenn Sie die heute noch nicht gestellt haben oder, wie gesagt, wenn auch Bekannte von Ihnen jetzt nicht heute anwesend waren. Ihre Leitlinien. Vielleicht später, ich finde das eine gute Idee. Ja. Wissen Sie, das finde ich eine super Idee. Sie können auf jeden Fall. Bitte an uns weitergeben. Da hat jemand schon unsere Arbeit fertig gemacht für uns. Nee, finde ich super. Das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt. Also, das ist jetzt das erste sozusagen Online-Beteiligungsformat für die erste Werkstatt. Aber desto näher wir und desto konkreter wir auch in die Leitlinien rankommen, desto mehr Formate werden wir noch haben für die weiteren Werkstätten. Und da wäre es sicher auch mal spannend, dann, dass Sie vielleicht in irgendeiner Form Ihre eigenen Leitlinien auch dort veröffentlichen können oder zur Diskussion stellen können. Nehmen wir auch gerne mit als Anregung. Ist auf jeden Fall super. Also, ganz herzlichen Dank. Wir sind jetzt leider am Ende. Ich wollte noch mal fragen, also wer das Arbeitsgremium eigentlich bestimmt hat, wie lange das arbeitet? Ja, die beiden. Also die Auswahl hat, wer möchte das beantworten? Ja, Frau Hähnel. Beantwortet es gerne. Das wurde ganz anonym gemacht. Man hat mir gesagt, männlich, weiblich, jung, alt, anderssprachig, was war noch für eine Rubrik? Und? Also es wurde anonym ausgewählt und keiner hat da irgendwo vorher gewusst, wer steckt dahinter. Es wurde ausgelost. Tja, also diese Fragen können wir gerne im Anschluss nochmal, wenden Sie sich an alle Menschen mit blauen Bändern. Wir bleiben noch einen kleinen Moment. Es gibt auch, glaube ich, noch ein Getränk. Vielleicht gibt es auch noch eine kleine Brezel. Ich hier heute möchte mich ganz gerne von Ihnen verabschieden. Ich möchte Ihnen danken für Ihr, also es sind noch wirklich viele da. Ich möchte Ihnen danken für die spannende Diskussion, für die Arbeitsgruppen, für Ihr Mitmachen beim Fishbowl. Es hat mir viel Spaß gemacht, Sie heute moderieren zu dürfen. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg, aber bevor Sie gehen, gebe ich nochmal für die Schlussworte an Katrin Lomscher. Herzlichen Dank. Das finde ich jetzt eigentlich nicht mehr nötig. Also ich finde es auch gut, dass wir so lange, also 3 Stunden, tatsächlich hier so die Spannung aufrechterhalten haben, und bin jetzt sehr gespannt, wie diese extrem vollgeschriebenen Tafeln, die mich sehr beeindruckt haben, wie die jetzt in einer Weise dokumentiert werden, dass das Arbeitsgremium, also auch ich, damit dann auch wirklich weiterarbeiten kann. Also da herzlichen Dank fürs Mittun, fürs Mitdenken, fürs Aufschreiben. Bis zum nächsten Mal. Um nochmal die zweite Frage zu beantworten, das Arbeitsgremium wird 18 Monate insgesamt tagen, und davon haben wir 6 Monate schon hinter uns. Ja, kommen Sie gut nach Hause.